Hey Leute, ich dachte mir, ich mache heute mal zwei Videos an dem Abend. Und zwar an dem zweiten Video zeige ich euch jetzt keine Tricks, aber der Frühling kommt und der Sommer. Und viele von euch haben vielleicht kleine Hunde und würden gerne irgendwas mit ihnen unternehmen. Und was ich jetzt nämlich entdeckt habe, ich hatte eine Frau getroffen, die hat so einen super Fahrradkorb. Ich kannte den vorher noch gar nicht und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch den mal. Der ist nämlich super, der ist halt auch ein bisschen teurer, aber ich habe, glaube ich, dafür 70 Euro bezahlt. Aber der ist so genial, ich zeige euch den jetzt mal. Okay, so sieht er aus. Der ist nämlich aus Stoff. Der ist auch nur für Hunde bis 7 Kilo. Ich weiß nicht, die Biene, die wiegt jetzt, ich glaube, 3,6 Kilo. Und der Korb ist halt deshalb so genial, weil der an den Seiten hier so einen Schutz hat. Den könnt ihr dann quasi so aufmachen und dann einrollen, sodass der Schutz gar nicht da ist, dass das eigentlich nur so offen ist. Das Teil hier könnt ihr auch komplett abnehmen, dann habt ihr nur so einen Korb. Und der ist halt auch so super, der hat hier noch innen so eine Leine, da könnt ihr den Hund anleihen, dass der irgendwie nicht rausspringt oder so, dass der noch ein bisschen gesichert ist. Ich habe da jetzt noch so eine Decke eingepackt und da drunter, hier ist noch so ein Kissen drin, und da drunter, das ist auch so super, ist noch so ein Regenschutz. Hier, dann könnt ihr quasi das hier so drauf machen, den festschneiden. Und den Regenschutz dann so darüber kleben, dass euer Hund auch nicht nass wird. Das heißt halt Click-Fix-System. Da macht ihr noch so ein Teil aus Plastik irgendwie, das schraubt ihr ans Fahrrad. Ja, das könnt ihr kaufen, das ist zum Abschließen oder halt nicht zum Abschließen. Das kostet aber für nur 5 Euro mehr mit Abschluss. Also das Click-Fix-System müsst ihr extra kaufen. Das kostet nochmal 15 Euro. Da habe ich also das ohne dass das abzuschließen ist. Aber das ist so genial. Da müsst ihr quasi den Korb hier an das Metall so dran klipsen. Und um den abzumachen, müsst ihr nur so einen Knopf runterdrücken, den Korb so ein bisschen rausnehmen und dann habt ihr den schon ab. Also das ist echt genial. Ihr könnt, da ist halt noch so ein Tragegriff extra dran. Dann könnt ihr das so zuschneiden. Einen Moment, könnt ihr das so zuschneiden und dann könnt ihr euren Hund mittragen. Also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, an einer Raststätte oder irgendwas haltet, wenn ihr so eine Fahrradtour macht, dann könnt ihr es einfach rausnehmen. Der Hund kann in dem Korb schlafen und die Biene, die fühlt sich dann richtig wohl. Also ich mache den Korb immer ab und dann trage ich die, also dann leine ich die Biene in dem Korb ab und dann trage ich die bis nach oben, die springt, die könnte freiwillig rausspringen, aber die lässt sich tatsächlich tragen. Also die liebt das in diesem Korb. Der ist auch so schön, weil der so weich ist. Also es gibt ja diese Körbe aus Korb, oder wie heißt dieses, diese geflochtenen Körbe da. Und die sind ja irgendwie so hart. Und dann, wenn die Hunde sich dann irgendwie hier fahren, die da irgendwie nach hinten fliegen oder so, wenn ihr plötzlich bremsen müsst, dann tun die sich vielleicht nicht so wie in so einem Korb. Also echt genial. Der Korb ist von Rixen Kaul. Ich schreibe einfach in diesen Erklärungsdingens da nochmal den Namen von dem. Ja, also es ist echt das Genialste, was ich, glaube ich, jemals gekauft habe für die Biene. Also es war echt das Geld wert. Genial. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen als Tipp für den Sommer. Ne?